Wiesen Ludwigsburg. Die werden unterstützt von rund 100 Mitgereisten. Aber der erste Angriff, der gehört den Hakro-Mörlins-Kreis an mit dem blauen Trikot. Geht dann zum Korb. Boah, wird gestoppt von Edigan. Graves macht Dampf. Graves macht Tempo. Jonathan Behre behält die Stabilität. Shotclock läuft runter. Kendrick Cook muss es selbst machen. Macht es selbst. Macht es sehr gut selbst. Direkt den Drive suchen, da gegen Eddie Edigan. Spiele gesperrt nach Ellenbogencheck und disqualifizierendem Foul gegen Fechter. Davor ja lange verletzt gewesen mit Kreuzbandriss, ist jetzt wieder mit von der Partie. In der Champions League hat er gespielt, durfte er spielen. All Javon Graves. Stark von Graves, der da auch die Kontrolle behält. Jetzt bei Ludwigsburg drauf ist. Robertson gegen Murray Boyle. Sehr schwieriger Wurf. Jeff Robertson ist in einer. Die Kreisheimer dürfen nochmal. Murray Boyle mit dem Buzzerbeater. Murray Boyle, das hier war der Buzzerbeater. Knapp aber vor dem. Bester Mann und Galen Smith im Pick and Roll. Das ist eigentlich immer sehr gewinnbringend für die Hakro-Mörlins-Kreisheim, aber nicht mit dem gewinnbringenden Abschluss. Childress Hoy. Einmal in den Boden gestampft von Eddie Edigan. Aber dann super Pass auf Black. Childress hier nochmal gestoppt. Black sichert ihn. Und dann das Pick and Roll, super Pasta von Childress auf Black. Der hier Leo Westermann über den Platz jagt und den Steal holt und dann mit Dank vollendet. Da ist nochmal die Situation: Jorman Polas Bartolo nimmt ihm den Ball aus den Händen. Aus meiner Sicht auch. Murray Boyle auf der anderen Seite, super Position geholt. Gegen Graves und der letzte Angriff. Black auf sich unterm Korb. Es ist Jeff Robertson. Herbstzeit sehr gut von Fabi Black. Gegen Robertson. Cook, der es schnell macht. Cook, der es erfolgreich macht. Leben davon, möglichst wenig Turnover zu machen, möglichst viel zu erzeugen. Galen Smith mit dem Dunking. Der vorne ganz allein stand. Das nochmal, Westermann, no look. Auf der anderen Seite, Edigan. Auf die Alice Shepard, vor den Augen von Josh King. Sind super physisch und überraschen in dieser Phase die Ludwigsburger so ein bisschen damit. Die haben viel Turnover und haben Probleme für den Ex-Kreisheimer. Murray Boyles, yo, geht klar in den Zylinder. Von Jaron Lewis rein. Dann sieht man erstmal, was Bartolo für ein super guter Verteidiger ist. Pui gegen Westermann. Der sieht da unten Galen Smith. Stucky, Westermann, and one. Da schläft Majorman Polas Bartolo. Jetzt den Pick. Geht stark auf seine linke Seite. Galen Smith, hoi. Super verteidigt von Edigan. Lässt die Hände weg. Und dann Graves auf der anderen Seite. Abhängig von seiner Athletik. Schauen wir nochmal drauf. Behält er. Geht's jetzt weiter. Mit Kreisheim Ballbesitz, mit Brandon Childress. Und mit der Größe über Jonathan Behre, der aber mit 4 Fouls spielt. Werden sicherlich ihn attackieren, auch im Pick and Roll. Childress. Childress für 3. Macht's auf 4. Jeff Robertson hat das Mismatch gegen Kendrick Cook, ist der Stärkere. Und spielt das auch. Pick and Roll, schwieriger Wurf. Behre wäre frei gewesen. Shotclock sagt nein.
kriegt ihn nochmal und dieses Mal haut er ihn rein. Silas Nelson. Wieder plus 9 für die MAP-Riesen. Bere bleibt weg. Childress veredelt. Mal schauen, welchen Einfluss das auf dieses Spiel hat. Plus 8 für Ludwigsburg. Jaron Lewis spektakulär bedient von Deschauvry. Childress für 3. Ball ist bei Kreilsheim. Die sind bärenstark im Offensiv-Rebound heute. Bere muss die Finger weglassen mit 4 Fouls. Childress vollendet. Wir steuern auf eine Crunch-Time zu. Vor allem, wenn es Kreilsheim mal schafft, unter diese 4-Punkte-Marke zu rutschen. Deschauvry. Dann stimmt es da in der Pick-and-Roll-Defense nicht ganz. Brandon Childress. Monstaki gegen Edigin. Dylan Smith arbeitet wieder gut nach. Eddie Edigin verzettelt sich da, weil Fabi Black gute Defensivposition hat, aber Jaron Lewis. Was kommt? Kendrick Cook. Play ist für ihn im Pick and Roll. Kendrick Cook für 3. Schraubt's wieder auf 5. Olas Bartolo. Schwieriges Ding gegen Galen Smith. Der Ball tänzelt rein. Galen Smith! Galen Smith! Kendrick Cook und Achtung! Deschauvry löst aber ganz fein auf der anderen Seite. Murray Boyce hat gegen Silas Nelson das Mismatch. Und macht das auch klasse. Graves, elegant. Jevon Graves. Super elegant gewesen sein. Jevon Graves nochmal. Mit Bere, mit Nelson. Und Silas Nelson macht den Deckel. Ein toughes Programm vor sich. Mit Oldenburg, Würzburg, Chemnitz in den nächsten 3 Spielen. Gegen die MAP Riesen Ludwigsburg verlieren sie mit 89 zu